Machen wir gleich weiter mit der nächsten Band, Passauer. Gibt es seit 1997, ist eine schwedische Band. 1998 haben die erste Demo veröffentlicht, danach kam direkt der Plattenvertrag, hat nicht lange auf sich warten lassen. 2001 der erste Studioalbum mit The Hunter, so hieß das Album. Ja, haben dann auch jetzt mittlerweile fünf Alben draußen. Neue Album heißt Necromancy und lohnt sich auf jeden Fall definitiv reinzuhören. Leute, macht das. Ist richtig coole Mucke auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen und ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr auf jeden Fall einen Link zum aktuellen Stand der Band und hört offenbar rein, lohnt sich. Iron Saver. Was soll ich sagen? Gibt es eine Band? Seit 1996 ist eine deutsche Band. Die Band wurde von Pete Cilek gegründet, der vorher als Produzent für Uriah Heep zum Beispiel bei Saxon oder bei Guardian in der Metal-Szene in Erscheinung trat. Und ja, er dachte sich dann, ich gründe mal mein eigenes Label, Dockyard One. Pausierte aber, da er Zeit für sein Label auch brauchte, dann hat man erstmal eine Zeit lang gar nichts mehr von der Band dann gehört. Ja, später gründet er mit einem guten Kollegen so eine zweite Band. Die heißt Savage Psychus. Und dadurch später musste das Label aus dann gewissen Gründen schließen. Dann hat man auch eine Zeit lang gar nichts mehr von der Person gehört. Also von den Sänger. Bis er quasi ein neues Label fand, unter anderem AFM Records. Und nach 4 Jahren Pause, muss man quasi sagen. Und ja, seitdem ist die Band wieder aktiv dabei, neue Alben zu machen. Von Savage Circus habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Ob die jetzt auch in Zeit jemand gemacht haben, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall hat Iron Saver mittlerweile jetzt 15 Alben draußen. Das neue Album heißt Skycrest und ist sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Wenn man dann die Story und so kennt, dann ist man immer etwas skeptisch, was manche Sachen angeht. Aber doch, muss ich sagen, das Album ist sehr gut. Gut geworden auf jeden Fall. Ich habe reingehört. Lohnt sich definitiv. Macht das auch. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da könnt ihr euch das aktuelle Single mal anhören. Macht das und ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde die super. Müssen die Jungs auch immer dranbleiben. AD Infinitum, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, dieses AD oder AD Infinitum. Ja, ist ein Nebenprojekt von der Sängerin Melissa Bonny. Infinitum gibt es seit 2018. Melissa Bonny ist in der Band Rage of Light Mitgründerin, die bei Napalm Records unter Vertrag stehen und ich finde Rage of Light ziemlich geil. Deswegen habe ich auch direkt mal bei Infinitum da reingehört. Und ja, mittlerweile 2 Alben draußen. Neuer heißt Scepter, I Revisited. Und kann man sich auf jeden Fall geben, definitiv. Vor allem für alle Rage of Light Fans dann definitiv. Melissa Bonny, für die Leute, die den Namen nichts sagt, wie gesagt, hört mal bei Rage of Light oder bei Adfinitum rein. Und ja, ich finde die ziemlich cool, haben die ziemlich gut gemacht. Hat Nebenprojekt, ist auf jeden Fall gut angeschlagen, finde ich. Und ja, da hört auf jeden Fall mal da rein.